Hallo YouTube, ich bin Bini und heute gibt es ein neues Tipps und Tricks Video und zwar zum Thema Motivation. Logischerweise ist nicht die Motivation gemeint, wie ihr es jetzt am besten schafft, die Gruppe an euch zu binden, sodass sie nicht dann schon beim nächsten Termin absagen und sagen, ha, wir gehen doch lieber in den Wald, sondern es ist die Motivation der einzelnen Charaktere gemeint. Denn wenn ihr anfangt, ein Abenteuer oder sogar eine richtige Kampagne zu schreiben, dann müssen natürlich auch die einzelnen gespielten Charaktere irgendwie einbezogen werden. Denn die sollen ja jetzt nun davon überzeugt werden, dass sie losziehen sollen in die große, weite Welt und eben das tun, was ihr da eben von denen wolltet. Abgesehen davon müssen sie natürlich auch davon überzeugt werden, dass sie in der Gruppe besser dran sind als alleine. Und das kann sich manchmal als relativ schwer herausstellen. Logischerweise gilt wie immer der Disclaimer, dass alles, was ich hier heute sage, mir geholfen hat, aber nicht euch helfen muss. Das heißt, ich versuche hier keine universelle Wahrheit vor mir zu geben, sondern versuche nur Denkanstöße in die Runde zu werfen. Ja, wir alle kennen das. Wir haben 4 Leute zusammengefunden, die eine großartige Runde, was auch immer, spielen wollen. Bei mir damals war es DSA und auf einmal sitze ich da mit 4 Charakteren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da habe ich einmal die lustige Hexe der verschwiegenen Schwesterschaft, die eben darüber nicht reden darf, dass sie Hexe ist und Männer hasst und nur mit Männern unterwegs ist. Ich habe den gesuchten Schwerverbrecher, der versucht halt immer mal wieder Dinge zu klauen. Ich habe den Kopfgeldjäger und einen relativ langweiligen Krieger. Und jetzt sollen die 4 unterwegs sein, zusammen. Wie zur Hölle stelle ich das an? Der erste Tipp. Ja, wir haben es alle mal gemacht, den großen einen Schatz irgendwo vergraben und dann gesagt, los Gruppe, durchs ganze Land. Denn wer möchte nicht am Sonntag Kaviar essen und wer möchte eigentlich nicht, dass quasi eigentlich immer Sonntag ist. Das Problem daran ist, es ist halbwegs schon klar, was passieren wird. Denn die Gruppe wird auf irgendwelche anderen Fieslinge treffen, die versuchen, diesen Schatz zu akquirieren. Und sie werden Fallen wahrscheinlich finden und dann halt irgendwann einen Schatz. Die Spannung kommt dann nicht so richtig auf. Dementsprechend rate ich davon, tunlichst ab, Schätze zu vergraben. Logischerweise können hier und da mal welche vorkommen, denn ja, auch unsere lustige Heldinnengruppe braucht auch mal was zu essen und mal ein neues Schwert. Übrigens, die Welt retten ist auch immer so ein bisschen so ein Ding. Puh, Welt retten, ja. Ich bin mir aber nicht so richtig sicher, ob die 4 lustigen Gesellen, mit denen ich da unterwegs bin, wirklich sich dazu eignen, eine ganze Welt zu retten. Und wenn, dann retten sie sich vielleicht aus Versehen, weil sie Kacke durch den Wald werfen. Das passiert manchmal. Tipp 2. Und es wird bei diesem Tipp definitiv zum Murren in der Gruppe kommen. Aber ganz ehrlich, es ist unheimlich wichtig, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf jeden Fall Hintergrundgeschichten schreiben zu den einzelnen Charakteren, die gespielt werden sollen. Mit diesen Hintergrundgeschichten kann ich wahnsinnig viel anfangen. Punkt 1, ich habe auf einmal mehrere Charakter mit Namen und richtigen Gesichtern, die ich einführen kann, die die Leute schon kennen, weil sie ja aus der Vergangenheit kommen. Und Punkt 2, ich persönlich lerne auch die Charakter kennen. Punkt 3, wenn ihr diese Hintergrundgeschichten habt, solltet ihr sie immer auf jeden Fall mit der offiziellen Lore eures Settings, in dem ihr spielt, abgleichen. Denn bei mir passiert das immer wieder, dass ich merke, hey, warte mal, du warst ja zu dem Zeitpunkt genau an dem Ort. Und genau an dem Ort ist tatsächlich auch was richtig Interessantes passiert. Zum Beispiel eine große magische Explosion, wovon du vielleicht gar nicht so viel mitbekommen hast, weil du schon relativ weit weg warst und trotzdem hat dich so eine magische Schockwelle getroffen und jetzt trägst du irgendwas in dir. Also, das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber trotzdem. Die offizielle Lore und diese Hintergrundgeschichte können manchmal wahnsinnig großartige Dinge zusammen ergeben und können auf jeden Fall helfen, den Plot gut voranzutreiben. Ich muss mich kratzen. Ah, das tat gut. Punkt 4. Zumindest glaube ich, dass es Punkt 4 ist, denn ich habe nicht mitgezählt. Achtet darauf, was die Leute für Professionen haben, denn ganz ehrlich, ein Magier hat wahrscheinlich andere Interessen als ein Bäcker. Warum auch immer ein Bäcker bei euch unterwegs sein sollte. Nein, mir fallen keine guten Gründe ein. Außer, dass Kuchen wahnsinnig großartig ist und wahrscheinlich auch Heldenkuchen brauchen. Ich verrenne mich da gerade. So ein Magier kann zum Beispiel damit gelockt werden, dass eben kein Schatz irgendwo vergraben wurde, sondern ein großer Zauber irgendwo verborgen liegt in irgendeiner großartigen Bibliothek, die erst noch gefunden werden muss. Da zum Beispiel kann ich ja mal eine Motivation, die ich aufgebaut hatte, beschreiben. Und zwar hatte ich Lust, in einer fexgeweihten Runde, mit der ich mal zusammengespielt habe, so richtig dick und groß anzufangen. Dementsprechend sind meine 3 lustigen Leute, die eben sich gerade zusammengefunden hatten, und des Weges wanderten auf eine Burg gestoßen und in dieser Burg gab es einige komische Dinge. Punkt 1, diese Burg sollte eigentlich wirklich, wirklich besetzt sein, war sie aber nicht mehr. Punkt 2, die ganze Burg sah so aus, als ob es vor kurzem da einen Krieg gegeben hatte und das Ganze spielte auch während des Orkensturmes. Und Punkt 3, obwohl es aussah, als ob hier so ein richtiger Kampf getobt hatte, gab es keine einzigen Leichen. Zudem stand die Burg auf einem großen, ich glaube ungefähr 150 Meter hohen Platz.
Plateau. Dementsprechend waren sie relativ weit oben und sie merkten, dass über ihnen so ein richtig großes Unwetter auf einmal heraufzog. Und genau das passierte auch. Überall flogen Blitze durch die Gegend. Der Wind fing an, unglaublich zu rütteln. Und sie fanden einen ruhigen Garten. Dieser Garten war von hohen Mauern umgeben. Da hatten eben die Leute von der Burg damals irgendwelche Sachen angepflanzt. Was weiß ich, Tomaten und ein bisschen Marihuana. Jedenfalls hatten sie diesen wahnsinnig schönen Garten mit drei Glocken geschmückt. Und diese drei Glocken durch den Wind fingen an zu läuten. Erst leise und dann immer lauter und dann auf einmal in einer bestimmten Reihenfolge. Und auf einmal brach über den drei Festgeweihten der Himmel auf und sie merkten, wie also genau ein Mondstrahl langsam den Weg des Gartens hinabwanderte und bei einer Stelle stehen blieb. Das Ganze wurde dann noch ausgeschmückt mit einem kleinen Rätsel, was sie da irgendwie machen mussten, wo sie nochmal drei andere Glocken läuten mussten und so weiter und so fort. Jedenfalls fanden sie dann genau an der Stelle, wo der Mondstrahl eben stehen blieb, ein kleines Kästchen. Und in diesem kleinen Kästchen fanden sie drei Samen eines Baumes, der tatsächlich unglaublich wichtig war. Nichts weiter. Das und tatsächlich noch dazu ein Gedicht, was quasi darauf hingewiesen hatte, dass diese drei Samen nicht verkauft werden durften, sonst käme großes Unheil über die Welt. Und das heißt, sie wurden einfach in so eine Welt reingeschmissen. Jetzt mussten sie irgendwie überlegen, was zur Hölle sie mit diesen drei Samen anstellen. So, das waren tatsächlich, glaube ich, fast nur vier Tipps, die ich da hatte. Aber bestimmt fallen euch auch irgendwelche Sachen ein, wenn ihr also großartige Tipps dazu habt, wie ihr Motivation am besten aufbauen könnt, sodass die Kampagnen, die ihr gebaut habt, gut funktionieren, könnt ihr die natürlich wieder unten in die Kommentarleiste reinknallen, damit wir da ein bisschen zusammenarbeiten und nicht nur Input von mir kommt. Logischerweise wünsche ich euch wie immer einen wahnsinnig großartigen Resttag, Abend, Morgen, Mittag, was auch immer. Habt viel Spaß in euren großartigen Rollenspielrunden und macht keinen Unfug, es sei denn, es ist wichtiger Unfug. Bis dahin, tschüss.